Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Willkommen zurück. Wir können. Können wir? Na. Näher ran. Aber das geht nicht, weil da schon niemand steht. Ich habe eine Weile schon nicht mehr gespielt. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Thief 6. Ich bin jetzt etwas verwirrt worden. Eigentlich habe ich gehofft, dass die Runde einfach zu Ende ist, aber in Wirklichkeit war mein... Ah, ich hätte da wahrscheinlich hier rüber gehen können. Ich bin einfach blöd. Na gut, soll sein. Rasiegel, na gut. Was machen die da? Die sollen doch da bitte weggehen. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Ja, was auch immer. Militärakademie können wir bauen. Und Kavallerie. Yes. Gut, schauen wir mal. Ein Händler. Ist der neu? Nein. Der ist einfach übrig geblieben. Ah ja, stimmt. Wir wollten... Das sind die zwei, die wir gekauft haben. Wir wollten mal eine Straße nach Phasalos bauen. Einfach... Damit wir da mal eine Straße haben. So. Und glauben wir, sollen wir Apostel zu erwerben. Ja, ja, soll sein. Wir wollen keine Apostel. Wir sparen ein wenig Glauben und zwar deswegen, weil wir werden jetzt bald Naturschutz haben. Und dann können wir einen Naturforscher uns zulegen. Und für den müssen wir auch Glauben bezahlen. Und zwar doch um einiges mehr als diese 550, soweit ich weiß. Warum wollen wir Naturforscher? Einfach deshalb, weil wir haben zwei. Nämlich hier eins, ein Naturwunder. Und wir haben hier ein Naturwunder. Und ich hoffe einfach, dass wir dadurch Unmengen an Tourismus kriegen. So, Schwuppdiwupp, wo bist du? Hier bist du. Na, dann gehen wir da rüber. Da geht es nämlich nicht weiter. So, da brauchen wir schon eine Straße. Jetzt brauchen wir noch eine Straße nach Athen oder nach Sparta. Schauen wir mal. Wo bringt es denn mehr? Eigentlich, ah, Sparta bringt mehr. Ist okay. Ja, die haben Mykene einfach konvertiert, diese Kröten. Jetzt haben sie es wirklich getan. Und das kann ich mich erinnern. Warte mal. Bekehrt meine Städte nicht. Nein, nein. Es ist zu eurem Besten. Ich versichere es euch. Okay, wenn du das glaubst. Was haben wir denn für Casus Belli? Heiligen Krieg erklären. Nicht möglich. Wieso nicht? Wieso können wir das alles nicht machen? Wozu habe ich das? Müssen den denunzieren, dass wir das können. Echt jetzt? Ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Du gehst mich nämlich ein bisschen an mit deinen komischen Truppen da. Jupp, du bleibst da mal stehen.
Ah ja, stimmt, du gehst wieder zurück nach Hause, weil irgendwie dort hinten gibt es nichts mehr zum Anschauen. Und was machen wir jetzt? Industrialisierung, ja, da haben wir schon ein Bonus-Forschungsabkommen. Science-Nahrung, die Plantagen-Modernisierung. Ja, diese zwei Festungen kriegen wir nur. Und Ballistik hätte ich ganz gerne, weil dann kann ich nämlich die Armbrustschützen aufbessern. Okay. Wir wollen nicht unbedingt einen Krieg führen, aber wir werden mit Arabien wahrscheinlich einen Krieg führen. Die gehen wir nämlich an. Zum Islam. Kann man mit dem Islam eigentlich irgendwas Sinnvolles kaufen hier? Nein. Okay. Unser Spion hat auch irgendwas geschafft. So. Gut, hier verbreiten wir die Rettung. Oh, und weg ist er. Schade. Hat sich natürlich nicht. Ist natürlich. Hat nicht geschafft, hier zu konvertieren vollständig. Quellen erhalten. Maja, Agent Sotikos hat Informationen im Inneren der Stadtverwaltung in Banza, Kongo gefunden. Eure Spione in dieser Stadt werden 24 Stunden lang um 2 Stufen verbessert. Okay. Finde ich gut. Ich esse nebenbei. Kriegsche. Nein, nicht Kriegsche. Nüsse. Nein, ich werde noch nicht Japan, weil hier mag ich und Dings Japan so ein Natur-Dings und da darf sowieso nichts stehen. Es wäre schön, wenn ich sie da herbauen kann, es geht nur in Rautenform, aber was ich gesehen habe, gibt es nur in dieser Raute, was ich absurd finde eigentlich. Da aber hier die Stadt ist, können wir sicher nicht hier bauen, sondern können wir es nur hier bauen, was aber auch okay ist. Aber diese Gebiete können wir dann nicht auf jeden Fall nicht verändern. Was wir jetzt also machen ist, wir gehen mal darüber und machen dann vielleicht noch eine So, was können wir jetzt machen? Hamlet aus dieser Stadt stehlen. Wir können versuchen, Hamlet zu stehlen. Oder einen Bonus einschließlich Chemie stehlen. Oder Geld. Geld ist das, was am besten ginge oder am wahrscheinlichsten wäre. 390 Kohle ist auch nicht so schlecht. Hamlet wäre aber schon was Cooles. Können wir Hamlet überhaupt irgendwo hin tun? Bei uns? Haben wir einen Platz für Hamlet? Jo, wir haben noch ein Amphitheater. Riskieren. Mögliche Ausgänge. 50% Chance auf Missionserfolg. 34% besteht das Risiko, dass die Mission scheitert. 16% besteht das Risiko, gefangen genommen oder getötet zu werden. Okay.
Wir riskieren das. Das Problem ist, vielleicht machen die das bei uns dann auch. Will ich nicht richtig finden. Mein lieber Schwuppdiwupp. Wie schaut's aus? Geht einfach durch. Wie gesagt, wir machen da drei Farmen. Das brauchen wir auch was. Dann machen wir noch sowas. Und zumindest da sollte das funktionieren. Allerdings glaube ich, müssen wir dann wahrscheinlich diese ganzen Gebiete einer Stadt zuordnen. Ephesus wahrscheinlich dann. Oder Argos. Na, ja, müssen wir dann schauen. Wenn es soweit ist. Noch haben wir ja keine Naturforscher. Also mit Sicherheit das Bessere. Die wollen einen Krieg gegen den Bensa. Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Ja, unsere ganzen Weltlinien werden vielleicht irgendwann einmal doch noch fertig in zwei Runden. Du gehst mal daher. Gehst in die Gemeinschaft. Vielleicht bauen wir dich noch irgendwann einmal. So. Jetzt kaufen wir. Nein. Nicht den dran nehmen. Ich will das da. Ich will das kaufen. Das darüber. Das da hier. Das passt doch auch aus. Gehst du mal daher. Athen braucht Nahrung, oder? Die sind so lahm, das ist unfassbar. Was das Wachsen betrifft. Das sind zwar schöne Sachen für Geld. Wirklich wachsen nur damit nicht. Ja, aber dennoch. Es zahlt sich hier einfach kein Bauernhof aus, oder? Obwohl es gibt ja doch Wohnraum, also so gesehen vielleicht nicht ganz so schlecht. Komm mal dran. Ah nein, das war ein Fehler. Das ist ja der Dingsbezirk, ach, das haben wir falsch gemacht. Da ist ja der Theaterbezirk daneben. Das wäre klug, wenn wir da irgendwas Sinnvolles hergemacht hätten. Und was den Theaterbezirk noch verstärkt. Irgendein Industriezentrum oder was weiß nicht was. Da gibt es einen Ingenieur. Gesandten nach Jerewan geschickt. Das gefällt mir nicht. Als ich zum ersten Mal das Dach des Putala-Palastes betrat, fühlte ich mich wie niemals zuvor oder seitdem wieder, als hätte ich das Dach meiner selbst betreten. Eine Art Dimension des Bewusstseins, die ich noch nie zuvor besucht hatte. Okay, ich muss zugeben, der Portaler Palast ist etwas, wovon ich noch nie gehört habe.
Aber wir kriegen einen zusätzlichen Diplomatie-Politik-Platz, das finde ich cool. Und ich nehme mal an, er macht auch noch irgendwas anderes. Es schaut irgendwie fernöstlich aus, obwohl, vielleicht habe ich doch schon mal was davon gehört. Ah, wer weiß, keine Ahnung. Egal. So, schauen wir zuerst mal unsere Einheiten an. So, du mein Freund und Zwetschgenröst, was machst du? Da das Lager. Langsam mal daher. Kannst du eigentlich bei dem Wunder mithelfen? Nicht. Sparta, was bauen wir dort? Monument, warte mal. Wetter, oh, Scheutheater. Händler keinen. Offensichtlich auch gerade nicht. Das Bolschoi-Theater, wo können wir das nur hinbauen? Daher. Aber das will ich da nicht hinbauen, weil das ist echt nett, dass da so viel Essen produziert wird. Okay, was haben wir noch? Das Arsenal von Venedig. Das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Eremitage wäre cool. Können wir überall dahin bauen. Finde ich gut. Auch da irgendwo ins Nichts, wo wir sowieso nichts produzieren. Und nicht wirklich viel produzieren. Wir könnten es vielleicht auch daher bauen. Wenn wir uns das kaufen würden. Was macht denn die Eremitage? Ich meine, es ist irgendwas mit Kultur sicherlich. Wir haben 4 große Kunstwerkplätze und plus 3 Punkte für Künstler. Hm. Hm. Daher bauen wir es natürlich noch stärker. Vielleicht bauen wir dort oben noch eine dafür stattdessen eine Farm hin. Was ich da hier baue. Bringt es das? Daher. Aber es bringt auch nichts, weil das ja schon 2 entfernt ist. Oder wir bauen es einfach daher. Ja, ist nicht schlecht, an und für sich. Wieso sollte es dort schlecht sein? Hm? Weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir das noch für Essen oder keine Ahnung was. Machen wir die Eremitage auch. So, Gesandte. Oh, warte mal. Der hat mir da den Dings weggenommen. Bevor wir den Gesandten schicken, werden wir den Politikplatz füllen. Machen wir Diplomatie. Nein, das ist uns wurscht, das ist uns egal. Durch jeden Gesandten in Stadtstaaten. Machen wir doch glatt so. Okay. Wir haben Bonus für Computertechnologie gekriegt. Finde ich gut.
Was haben wir gesagt? Gesandte. So, da sind wir souverän. Dann nicht. Warum nicht? Wenn wir da zwei setzen. Ich glaube, wir können zwei setzen und sind wir da wieder souverän. Das sind wir noch lange nicht, obwohl da können wir zumindest einen dritten setzen, damit wir den Bonus von 3 kriegen. Genauso wie hier. Jerevan hat keinen. Da brauchen wir nur noch einen setzen und wir sind souverän. Was bringt das für einen Bonus? Posteinheit? Naja, okay. Apostel will ich eigentlich nicht wirklich bauen. Valletta hat auch keinen. Das heißt, da müsste ich auch knapp sein. Ja, mit einem komme ich da auch weiter. Was hast du für einen Bonus, wenn ich souverän bei dir bin? Gebäude im Stadtzentrum. Oh, ja, das wollen wir. Da können wir Sachen kaufen. Oh, wir haben nur 2. Achso, wir haben nicht diese 3 gekriegt. Na gut, aber ist wurscht, dann ist der Saladin dann nicht mehr souverän und das passt schon für mich. Finde ich gut. Finde ich gut. Mach weiter. Das war das erste Wunder. Es kommen hoffentlich noch mehr. In nächster Zeit. Okay, wir sind 7 Runden fertig. Ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Du kannst mich mal. Richtig fest gern haben. Der geht mich echt an. Ich bin viel zu friedfertig für diese Welt. Ah ja. Wir schauen da weiter uns die Gegend an. Warte mal. Gott sei Dank, das wollte ich nicht bauen. Passt schon. So, große Persönlichkeit. Wir können einen Wissenschaftler rekrutieren. So, löst Heureka für 2 zufällige Technologien des Industriezeitalters oder der Moderne aus. Er schließt Öl ohne die üblichen Technologievoraussetzungen. James Young. Was hat der für Biografie? Der schottische Chemiker James Young verbesserte Michael Faradays Batterie, propagiert eine Behandlung gegen Kartoffelmehltau. Ich habe von dem Typen noch nie gehört, also möglicherweise habe ich schon mal von ihm gehört, aber ich habe ihn total verdrängt sofort wieder. Ist verantwortlich für Fortschritte beim Rostschutz der Royal Navy, verbesserte das Fizeau-Experiment zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, ist am besten bekannt für seine patentierte Technik der Rohölverarbeitung. Young entwickelte seine Technik, nachdem er beobachtet hatte, welche Auswirkungen heiße Kohleflöze auf Rohöl haben. Bei Experimenten, diesen Vorgang künstlich zu reproduzieren, entstand eine Reihe von nutzbaren Ölen. Mal schauen, was an. Im Jahr 1850 gründete er und sein guter Freund und Geschäftspartner Edward Meldrum die erste kommerzielle Erdölfirma. Später zog er sich aus dem Geschäftsleben zurück und genoss den Reichtum, den ihm seine Petroleumpatent einbrachte. Chemiker wissen halt, wie man leben muss. Ja, den rekrutieren wir doch glatt. Dann gehen wir mit ihm darüber. Und aktivieren ihn. So, ein Heureka für Verbrennungsmotor und für Dampfmaschine. Passen ja beide ganz gut zu ihm. Obwohl Dampfmaschine war natürlich möglicherweise vor ihm.
Und wir müssen jetzt Öl kennen. Wo ist Öl? Los, lass uns Öl sehen. Spiel. Du wirst mir doch hoffentlich nicht sagen, dass wir kein Öl haben. Nirgends hier, oder? Na, vielleicht kommt das noch. Handwerker. Kannst du da mithelfen? Offensichtlich nicht. Na gut, dann gehen wir da mal ins Wasser. Kann es sein, dass du eine religiöse Bekehrung willst? Jo. Wir haben hier noch 3 religiöse Bekehrungen möglich. Das Problem ist, das ist, naja, wurscht. Wenn wir schon da sind, sind wir schon da. Wie ist das? Ich würde ganz gern sehen, wie viel. Naja. Egal. Und Valente ist echt wichtig. Das ist ein sehr cooler Stadtstaat, die Fähigkeit von dem. So, eine Runde noch. Dann machen wir wieder Schluss für heute. Schießpulver, naja. Eure Schatzkammer fühlt sich beträchtlich. Es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben, oder? Okay. Mhm. Finde ich schön. Dass du dich darüber freust, wenn ich reich bin. Großer Leuchtturm, großer Name. Finde ich gut. Hm. Wir können gegen einen heiligen Krieg starten. Ha, ich sehe Erdöl. In Valletta finde ich gut. Erstens bringt es mehr Geld. Mehr alles. So, Saladin, wie ist das? Wir haben seinen Casus Belli offensichtlich. Heiliger Krieg gemäßigter Kriegstreiberbonus. Okay, Befreiungskrieg ist klar, Rückeroberungskrieg auch. Was müsste man da machen? Protektoratskrieg? Egal. Ich will jetzt hier keinen Krieg erklären. So, Guru, du machst nichts. Mhm. Faserlos, du bist mit deinem Gebäude fertig. Finde ich gut. Wir können einen Campus, oder? Nein, 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 nein. Wir bauen dann noch so einen. Eine Akropolis. Hierher. Durch das Lager wird das auch noch stärker. Mhm. Finde ich gut, finde ich gut. Ach, hier oben hätten wir vielleicht irgendwann mal schon gebraucht, aber irgendwie können wir den noch nicht bauen. Irgendwas fehlt uns dafür noch. Scheint's. Handwerker. Fahr übers Meer. Warte mal, du wirst mir Geld und eine Dings geben für. Bums, ja, okay, machen wir doch glatt.
Besucht ihr unsere Botschaft? Eure Botschaft ist eine willkommene Bereicherung für unsere Hauptstadt. Achso, ja, wir haben gesagt, machen wir Schutz, machen wir wirklich Gott. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaf gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.